Fanprojekt in der äußeren Blaunschen Straße. Richtig urig gemütlich ist es hier. Mit viel Liebe zum Detail haben sich die Fans des FSV Zwickau eingerichtet. Hier bleibt genügend Zeit zum Diskutieren, Philosophieren oder zum Plaudern. Plauderstundenzeit am Freitagabend. Hintergrund die aktuelle Situation des FSV Zwickau. Und vom FSV Zwickau waren gekommen Präsidiumsmitglied Ingo Heinicke, Sportdirektor Carsten Vogel und Trainer Dirk Basico. Fanprojektchef Tom Richter sagte einleitend für die kommende Saison: Oberliga statt Oberneuland. Sportdirektor Vogel mit einer ersten Bestandsaufnahme. Dann macht sich vielleicht der eine oder andere kein Bild, wie macht man sowas, wie kriegt man die Leute überhaupt dran. Im Fall von Schubidice dort vielleicht mal, das ist wirklich eine Stunde bevor überhaupt der ganze Wechselzirkus auslief, zustande gekommen. Und dann hat man angefangen, eine Truppe draus zu machen, zusammen mit dem Peter Keller, beginnend einfach zu sagen, passt auf, wir müssen uns formen. Das ist uns am Anfang auch nicht so gelungen, das ist auch allen bekannt, dass also bis zu den sechsten Spieltag eigentlich schon schlecht lief. Allerdings haben wir zu null oder einen Punkt gemacht und haben dort andere Spiele gewonnen, die wir jetzt nicht mehr gewinnen. Die Fans des FSV Zwickau sehen gravierende Abwehrschwächen bei ihrem Lieblingsverein. Ich sehe es in der Defensive ganz gravierend, weil wir, wie gesagt, wie du schon sagtest, in der ersten Halbserie viel zu viele Gegentore kassiert haben. Und das ist aber an Person gebunden. Robert Pietsch oder so überzeugt mich überhaupt nicht. Wir haben relativ schnell immer ein Tor gemacht. Wir sind relativ schnell in die Erfolgsspur gekommen, haben dann Nackenschläge gekriegt. In Halberstadt könnt ihr euch sicherlich daran erinnern, wir machen ein 30 Minuten, ein sehr gutes Spiel. Und zur Halbzeit steht es 3-2. Dann sind wir wieder ganz schnell ins Rennen gekommen durch den Sebastian Mayer, der dann gleich das 4-2 macht. Und kriegen dann das 4-3 und retten uns dann eigentlich hinüber. Wir haben dort die Tore schnell gemacht, wir sind immer in Führung gegangen, was uns im Moment komplett abgeht. Jeder erste Angriff, wenn ich jener neben Eilenburg, ist ein Gegentor. Und in der momentanen Situation, wo die Mannschaft, die sind komplett verunsichert, das haben sie sich aber, oder wir, uns selber zuzuschreiben. Da kann ich ja keinen anderen auf dem Platz stehen, die Jungs alleine. Auch Abwehrchef Günther, nicht ohne Fehler in dieser Saison. Der Sven tat dieser Mannschaft richtig gut, das könnt ihr mir abnehmen oder nicht, das ist mir auch egal. Aber er hat mit seiner Erfahrung, mit seiner Routine, mit seiner Ruhe, die er auch auf der gesamten Mannschaft ausstrahlt, hat er uns richtig geholfen. Da lasse ich auch nichts anderes zu. Es ist meine Meinung, die werde ich immer vertreten. Es ist erstmal die Wahrheit, dass diese drei dämlichen Wohnungen, oder zwei, Entschuldigung, die sind eigentlich entstanden, dass man gesagt hat, okay, wir machen dort eine Art Sponsoring. Die waren verbilligt etc. Alles okay. Tatsache ist auch, dass wir dort circa, schlag mich blau, 2000 Euro Mietschulden haben. So, ich persönlich sage, es geht dort nicht um die 2000 Euro. Man hat es als Aufhänger genommen, um sich richtig hochzugeilen. Auch seitens der Morgenpost. Jetzt könnt ihr mir sagen, warum habt ihr denn die 2000 Euro nicht bezahlt? Dann hättet ihr den ganzen Mist nicht gemacht. Kann ich euch auch sagen, die finanzielle Situation unseres Vereins, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwo mal in der Phase war, wo wir gesagt haben, wir können das in Vollen schöpfen. Richtig ist, wir bewegen uns auf das Ende der Saison zu. Ich sage aber auch, sonst standen die Probleme bereits im Oktober, November. Ja. Wir haben Prioritäten, könnt ihr mich jetzt steinigen dafür. Dafür brauche ich die Verantwortung und eigentlich auch für alles. Wir haben die Prioritäten gesetzt, dass die Mannschaft immer pünktlich ihr Geld bekommen hat. Wir haben die Prioritäten gesetzt, sage ich mal, dass das Umfeld passte, weil wir auch der Auffassung sind, und das gehört nämlich vieles dazu, komme ich da noch mal kurz drauf, und haben manche Dinge, ich will nicht sagen vernachlässigt, aber zurückgestellt. Was aber nicht eintritt, ist, dass wir
glaube, seit vorige Woche bin ich 5-mal von der Presse angerufen worden, unter anderem von der Morgenpost. Wann stellt er denn einen Insolvenzantrag? Ich kann das nicht mehr hören. Wir müssen dort an der Stelle einfach mal einen Cut machen und einfach mal sagen, also okay, wir haben de facto noch 2 Monate. Die werden wir überstehen. Da kommen auch noch Gelder rein. Aber ich will mich nicht, jeder schreit jetzt von einer sogenannten Wirtschaftskrise, ich will mich da nicht mit reinhängen, das wäre Blödsinn. Aber ihr könnt uns glauben, die Gelder kommen, aber sie kommen zeitversetzt. Ob diese Aussage von Ingo Heinicke reicht, um die GGZ umzustimmen, bleibt abzuwarten. Dann geht Sportdirektor Vogel in die Offensive, als es um die Zukunft des Nordtrainers Basico geht. Ich denke, wir müssen die Spieler mehr in die Pflicht bringen. Und da will ich eigentlich auch einen Trainer haben, der das genauso sieht vielleicht. Dass man einfach sagt, der Spieler soll mehr in der Pflicht sein. Wie kann man es machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Da wird zurzeit ein Konzept erarbeitet, dass man vielleicht in der nächsten Saison, wo man eine Auswertung gegenüber euch darlegen kann, was ja momentan, sage ich mal, nicht möglich ist, weil es geht immer nur mit Manpower, das ist einfach so, die haben wir zurzeit halt noch nicht. Und wie gesagt, ich suche schon einen Trainer, der da schon zu uns passt, aber der, ne, sonst muss das nicht aus Holland kommen oder sowas. Also es muss schon in der Region bleiben, ich spiele in der Region Fußball und das sollte so hier so funktionieren. Es gab verschiedene Gerüchte um die Wettleidenschaft des Kapitäns. Carsten Vogel schon sichtlich genervt. Aber wir können uns doch davon abbringen, denke ich, dass hier irgendjemand sagt, ich weiß, er geht dorthin und wettet nur noch gegen den FSV Zwickau. Das hat's nicht. Also Leute, ich denke, das sollte man die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten da erst jemanden da, der hat das auch geäußert, das hätte es nicht einbringen sollen, weil das weiß jeder, denke ich, dass man sowas nicht äußern kann, weil der jegliche Grundlage des Beweises ja auch fehlt. Und ich muss ja sagen, so wie ich Sven kenne, sicherlich tut er irgendwo da mit seinen Auftreten und sagen, ja, ich stelle mich da ein und lasse noch reden oder wie auch immer. Aber da meint es wirklich ernst. Da meint es beim FSV ernst, nimmt er das einfach so hin, auch wenn er mir es vielleicht nicht glaubt. Aber er will wirklich was erreichen mit mir. Noch ein Blick voraus in Richtung neue Saison. Die Mannschaft ist als solches Oberliga-tauglich. Ich denke, das hat sie auch bewiesen. Und dort sollten wir auch weitermachen, dort sollten wir auch Spieler noch dazu holen. Ich denke, Abwehr haben wir nur oft genug angesprochen, dass wir da was tun müssen. Allerdings sehe ich es nicht ganz so, dass es unsere 2 Außenverteidiger, denke ich mal, die haben doch eine gewisse Klasse. Tom Richter, Michael Vogt vom Fanprojekt. 100 Minuten, fast 100 Minuten Plauderstunde sind vorüber. Bildlich gesprochen, sage ich mal, ihr wart 100 Minuten im Rathaus, seid ihr sonderlich klüger? Ach ja, was erwartet man sich von solchen Geschichten im Prinzip? Also es geht darum, die Fans nicht im Unklaren zu lassen. Vielleicht gibt es da wirklich Probleme, die behoben werden können, die bekannt sind. Bei sowas, bei Sportarten allgemein ist es ja so, wenn man es besser machen könnte und einfach sagt, wir haben ja eine Patentlösung dafür, dann würde die eingesetzt werden. Aber ich glaube nicht, dass es eben im Sport so einfach ist. In Betrieben läuft das natürlich anders. Aber die Lösung scheint nicht gefunden zu sein, ist ja, habe ich auch nicht unbedingt erwartet, davon abgesehen. Es hakt halt ganz einfach. Ein großes Problem, Michael, stand heute Morgen in einer überregionalen Zeitung. Dazu hat sich Präsidiumsmitglied Heinicke geäußert. Zufrieden mit dessen Aussage? Ja, was heißt zufrieden? Also im Grunde genommen muss man es vielleicht so sehen, dass das Problem jetzt angegangen wird. Das wurde ja von Herrn Heinicke angesprochen. Und es wurde ja heute auch versprochen von Herrn Heinicke bei unserer Plauderstunde, dass der FSV seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Und somit wäre dieses eigentlich ja nur kleine Problem erstmal vom Tisch. Kommen wir zum sportlichen Bereich. Die Saison ist abgehakt. Tom, Sie haben es gesagt. Nun steht eine ganz, ganz schwierige Saison ins Haus. Wer hat Sie denn in der vergangenen Saison überzeugt und wen würden Sie gehen lassen? Also im Moment ist das natürlich eine sehr schwierige Frage oder vielleicht auch einfach zu beantworten sogar. Dann tun Sie es ganz einfach. Ich zitiere mal den Spruch, der an Eilenburg von den Fans gefallen ist. Also bis auf Kalisch könnt ihr alle gehen. Vielleicht so drastisch würde ich es nicht sehen, aber ich würde mir schon viel mehr Leistung wünschen, weil Potenzial steckt ganz einfach in der Truppe drin. Also muss nur abgerufen werden. Ja? Wenn ich nicht bereit bin, und das sieht momentan teilweise so aus von außen, mich dort nicht zu 100% zu engagieren, dann ist es natürlich egal und dann sind mir auch Namen relativ egal. Ich möchte mindestens 11 engagierte Spieler auf dem Feld haben
Und da ist mir egal, ob das ein gestandener Spieler ist oder ein Nachwuchsspieler. Er soll sich für den FSV zerreißen. Und dann ist es einer meiner Lieblinge.